Nein. Hast du einen Burger? Nein. Hast du eine Pizza? Nein. Hast du einen Shake? Nein, 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 nein. Mami, 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 sieh, mein Magen ist ganz leer, das ist nicht zu ertragen. Mami, 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 sieh, mein Magen ist ganz leer, das ist nicht zu ertragen. Hast du ein? Nein. 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 Hast du ein? Nein, 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 nein. Hast du einen Kuchen? Nein. Nimm etwas Milch und einen Löffel Zucker. Tu es in den Mixer und nein, nein, nein. Nimm eine Scheibe Brot, Marmelade drauf, eine Schicht Käse. Nein, 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 nein. Mami, 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 sieh mein Magen. Ist ganz leer, das ist nicht zu ertragen. Mami, 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 sieh mein Magen. Ist ganz leer, das ist nicht zu ertragen. Hast du ein? Nein. 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 Hast du ein? Nein, 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 nein. Mam, Mam, Mam. Magen, Magen, Magen. Leer, leer, leer. Yum, yum, yum. Du hast mich aufgeweckt, unter die Dusche gesteckt, mich in die Schule geschickt, Stunde um Stunde, mich zum Schulbus gebracht, nie gab es einen Streit. Die Lektion hab ich gelernt, mein Zimmer ist blitzblank, Hausaufgaben sind gemacht, hab das ABC geschrieben, alle Sachen sind verpackt, so wie du gesagt hast. Mami, 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 sieh mein Magen. Ist ganz leer, das ist nicht zu ertragen. Mami, 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 sieh mein Magen. Ist ganz leer, das ist nicht zu ertragen. Hast du ein? Nein. 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 Hast du ein? Nein, nein, nein. Hast du Spinat? Kennt ihr schon den Muffinmann, den Muffinmann, den Muffinmann? Kennt ihr schon den Muffinmann? Er wohnt in der Drury Lane. Sagt Hallo zum Muffinmann, zum Muffinmann, zum Muffinmann. Sagt Hallo zum Muffinmann, der leckere Muffins backen kann. Kennt ihr schon den Pizzamann, den Pizzamann, den Pizzamann? Kennt ihr schon den Pizzamann? Er wohnt in der Drury Lane. Sagt Hallo zum Pizzamann, zum Pizzamann, zum Pizzamann. Sagt Hallo zum Pizzamann, bei ihm gibt's Pizza umsonst.
ihr schon den Eiscreme-Mann, den Eiscreme-Mann, den Eiscreme-Mann? Kennt ihr schon den Eiscreme-Mann? Er wohnt in der Drury Lane. Sagt Hallo zum Eiscreme-Mann, zum Eiscreme-Mann, zum Eiscreme-Mann. Sagt Hallo zum Eiscreme-Mann, wie das so einen machen kann. Kennt ihr schon den Bäckermann, den Bäckermann, den Bäckermann? Kennt ihr schon den Bäckermann? Er wohnt in der Drury Lane. Sagt Hallo zum Bäckermann, zum Bäckermann, zum Bäckermann. Sagt Hallo zum Bäckermann, seine Kuchen sind die besten. Danke Freunde der Drury Lane, Drury Lane, Drury Lane. Danke Freunde der Drury Lane, es hat uns Spaß gemacht. Mama, kann ich heute zu Sarah Walkers gleich nach der Schule gehen? Ich komm zurück rechtzeitig zum Dinner. Mom, wäre das okay? Ich würde gern sagen, ja. Doch, wie sieht dein Zimmer aus? Mom, bitte. Nein. Nächstes Mal räum dein Zimmer auf. Okay, Mom, okay. Mama, wollen wir zum Spielplatz gehen? Die Sonne scheint. Wir werden schaukeln und im Sand spielen. Mom, ist das okay? Du kannst nicht gehen. Nicht ganz allein. Oh, Mom, bitte. Ich gehe aber jetzt mit euch zum Spielplatz. Versichert euch, dass ihr alles habt. Ja, danke, Mom. Mama, ich will Eiscreme haben. Ich will dieses Spiel. Ich will dieses runde Baby. Gib mir, was ich will. Mama, können wir zu Jackies Party heute Abend um 6? Unsere Zimmer sind sauber, Hausaufgaben fertig. Mama, ist das okay? Ja! Yay! Danke, Mom! Okay, Kinder, es ist Zeit, einige Pflichten zu erledigen. Beendet sie und ihr könnt euch für den Rest des Tages frei fühlen. Aha. Bitte mach dein Bett. In einer Minute. Und mach dein Zimmer sauber. In einer Sekunde. Bitte trocknet das Geschirr ab. In einer Minute. Und Hausaufgaben. Muss das sein. Hast du dein Bett gemacht? In einer Minute. Ist dein Zimmer sauber? In einer Sekunde. Das Geschirr abgetrocknet? In einer Minute. Und Hausaufgaben? Muss das sein? Schau, deine Freunde sind zum Spielen hier. Doch ihr könnt jetzt nicht einfach gehen, denn ihr habt euer Zimmer nicht sauber gemacht und ihr habt euer Bett nicht gemacht. Oh nein! Und ihr habt eure Hausaufgaben nicht gemacht. Wir sind dabei! Und auch nicht das Geschirr. Also los! Ist das Bett gemacht? Jetzt ist's okay. Euer Zimmer geputzt? Ja, es glänzt. Das Geschirr getrocknet? Ist alles erledigt? Hausaufgaben? Ja, alles gut. Jetzt ist eure Arbeit getan. Nun sind Spaß und Freude dran.
Hallo Leute, was ist los? Absolut nichts ist los. Ich sollte heute zu einem Picknick gehen. Meine Freunde und ich sollten heute Fußball auf dem Schulhof spielen. Wir wollten heute auf den Spielplatz gehen. Ich habe eine Idee. Machen wir eine Scavenger-Jagd. Was ist das? Erst machst du eine Liste aller Dinge im Haus. Du musst sie alle finden. Du packst sie in eine Tüte und bringst alles zurück, kurz bevor die Zeit abläuft. Könnt ihr das machen? Ja! Okay, die Liste ist schon unterwegs. Scavenger-Jagd, los, Beeilung, los und lauf, lauf, lauf. Scavenger-Jagd, das macht so viel Spaß. Wo finde ich was zu schreiben? Wie wär's mit einem Gummiband? Die sind in der Schublade, ich hab sie gesehen, in der Nähe vom Gummibaum. Hast du gefunden? Ja! Okay, nun nimm die Liste, mach dich auf den Weg. Scavenger-Jagd, los, Beeilung, los und lauf, lauf, lauf. Scavenger-Jagd, das macht so viel Spaß. Wo sind die Taschentücher? Im Badezimmer. Schaut, ich hab die Bürste und den Kamm gesehen. Wo gibt es hier ein Geschirrtuch? In der Küche. Wir haben so viel Spaß zu Haus. Als hätten wir's geschafft. Alles ist im Sack, jetzt bringen wir's zurück, aber schnell, denn die Zeit wird knapp. Ihr seid unglaublich. Danke. Und schlau. Bald feiern wir eine Pizza-Party. Scavenger-Jagd, Scavenger-Jagd, los, Beeilung, los und lauf, lauf, lauf. Scavenger-Jagd, Scavenger-Jagd, das macht so viel Spaß. Scavenger-Jagd, Scavenger-Jagd, los, Beeilung, los und lauf, lauf, lauf. Scavenger-Jagd, Scavenger-Jagd, das macht so viel Spaß. Können wir das Ganze nochmal machen? Warum nicht? Ja! Juhu! Wir machen heute etwas wirklich total Aufregendes. Schnappt euch eure Stiefel, euer Gepäck, denn wir gehen heute auf Abenteuertour. One, two, three, four. Hol deine Wanderstiefel, heute gehen wir aus. Hol den wasserdichten Rucksack, dann sind wir schon raus. Achte drauf, wie viel du mitnimmst, wir gehen ohne Bike. Was wir heute machen, eine Wanderung zu zweit. Wir steigen in die Berge, weit weg von dieser Stadt. Den ganzen Weg hinauf und wieder hinab. Ein langer Weg, den wir gehen wollen. Und ein langer Weg nach Haus. Doch deshalb lieben wir ihn so. Sieh die fernen Hügel, die Brise in deinem Haar. Wandern befreit, denn du kannst gehen, wohin du willst. Darfst dich nicht verlaufen, bring die Karte mit. Und bist du müde, geh ins Zelt und ruh dich etwas aus. Wir steigen in die Berge, weit weg von dieser Stadt. Den ganzen Weg hinauf und wieder hinab. Ein langer Weg, den wir gehen wollen. Und ein langer Weg nach Haus. Doch deshalb lieben wir ihn so. Yeah.
Wir gehen, wo es geht. Wir gehen höher, höher, höher. Wir gehen höher, höher, höher. Wir steigen in die Berge, weit weg von dieser Stadt. Den ganzen Weg hinauf und wieder hinab. Ein langer Weg, den wir gehen wollen. Und ein langer Weg nach Haus. Doch deshalb lieben wir ihn so.